Herzlich willkommen zurück zu Surviving the Aftermath. Ich bin die Miri und unsere Umweltstation macht und tut. Sie hat tatsächlich schon die ersten Verschmutzungen gereinigt. Sehr, sehr schön. Das heißt, das wird jetzt allmählich alles ein bisschen sauberer hier. Da freue ich mich schon sehr. Derzeit ist mal wieder hier ein Wintersturm und wir haben gerade keine Träger, denn Kolonist Arthur ist an Altersschwäche gestorben. Das heißt, ich muss mir jetzt mal irgendwo einen suchen, der das ersetzen kann. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal einen hier von dem Schürfzug raus. Wir haben so viel Metall. Da können wir, glaube ich, vorübergehend mal ein bisschen weniger produzieren. So. Ach so, ja. Wir haben hier natürlich auch ein mittleres Feld. Aber derzeit kann hier sowieso nichts angepflanzt werden. Daher passt das schon. Dieses Feld würde ich dann aber auch noch irgendwie versetzen wollen. Oh, auf der Toilette ist es wohl ziemlich kalt. Apropos Toilette. Ich wollte die doch aufwerten. Ich habe doch hier nur Latrinen. Die wollte ich doch längst mal upgraden. Und jetzt, wo wir eigentlich keine Wasserprobleme mehr haben, sollten wir das vielleicht mal tun. Wir fangen mal mit einer an und machen das dann Stück für Stück. Aha, Bessie ist erwachsen. Das freut mich sehr. Was ist hier? Spezialist in Gefahr? Na, das ist doch ein alter Hut. Das wissen wir doch längst. Eine Gruppe Überlebender ist angekommen. Ragged bunch shuffle slowly towards the gate. Okay, suchen wir wieder drei Kinder bei uns Schutz. Wir lassen natürlich Kinder grundsätzlich zu uns kommen, es sei denn, sie benehmen sich komisch, so wie das letzte. Ja, neun Kolonisten unterernährt. Oh. Was ist denn hier los? Ach so, das muss dekontaminiert werden. Ja, das ist schon wichtig, dass das Essen nicht kontaminiert ist. Das ist schon richtig so. Ja, beliebig viele Schutzräume haben wir nicht mehr. Sind die eigentlich schon geupgradet? Ja. Ja, vielleicht nochmal eine Baracke hier hin. So. Ach so, geht nicht. Hier sind Verschmutzungen. Gut. Da müssen wir ein bisschen abwarten. Aber wir haben gerade drei Leute, die nichts zu tun haben. Da würde ich noch eine zweite Person hier in der Umweltstation einsetzen, damit es hier ein bisschen flotter geht. Toilette ist fertig. Die hier war es, ne? Ja. Okay. Dann machen wir gleich mit der nächsten weiter. Tja, aber ich verstehe wirklich noch nicht so ganz, wie das mit der Unterernährung hier so vonstatten geht, weil ich meine, wir haben 42 Fleischmahlzeiten und ja, die sind jetzt nicht so ausgeglichen, aber eigentlich müsste das doch reichen, oder? Ich meine, wir haben ja auch Ernährung auf Pflanzenbasis. Ja, jetzt sind sogar schon ein paar Mahlzeiten fertig geworden. Schaut her. Verbrauch 11, Produktion 4 ist natürlich auch nicht gerade viel. Kann man das eigentlich irgendwie verbessern? Das Holzfällerlager? Ich werde da jetzt mal in die Forschung reingucken. Das dürfte ja, wenn, dann hier bei Ressourcen sein. Ja, man kann Holzlager und Holzfällerlager, da kann man jeweils einen Arbeitsplatz mehr reinbringen. Ja. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das als nächstes machen, statt der großen Ställe? Benötigt Handeln. Ach so, ja, ich meine, die Tiere muss man ja bekommt man ja durch Handel. Apropos Handel, mir fällt gerade ein, wir haben doch eine neue Gemeinschaft entdeckt und wir haben auch tatsächlich gerade die Möglichkeit, neue Handelsverträge zu schließen. Lass mal schauen, was die hier so anbieten. Das sieht doch wieder nach Saatgut aus hier. Was ist das? Sojabohnen und Kohl. Kohl ist einfach anzubauen und leicht zu ernten. Aufgrund seiner Resistenz gegen das Verdorren stellt er eine gute Wahl für postapokalyptische Bauern dar. Oh. Das klingt doch gut. Das finde ich sehr gut. Wollt ihr irgendwas haben? Standardkleidung. Das weiß ich natürlich nicht aus dem Kopf, wie viel ich habe, ne? Ich glaube mehr als 25. Dann würde ich denen das nämlich mal komplett geben. Metall wollen sie auf keinen Fall. Wir könnten noch ein bisschen Werkzeug abdrücken. So. Was haben wir denn sonst noch so?
Vielleicht ein paar Fleischmahlzeiten. Weil wir jetzt da selber auch nicht mehr so viel haben. Verschmutzung könnten wir ihn verkaufen. Das ist bestimmt ganz toll. Super Handelsware. Wir werden ihm ein bisschen Medizin geben. Medizin mögen immer alle. Ja, vielleicht ein paar Gewehre. Hoffen wir mal, dass sie sie nicht irgendwann gegen uns verwenden. So, 43 Silber finde ich in Ordnung. Das können wir so lassen. Ja. Ich glaube, damit ist die Reputation so ein bisschen gestiegen. Wir erhalten Kohl. Kohlsaatgut. Das finde ich gut. Achso, was steht denn dazu? Die Gemeinschaft ist bekannt für ihre Fähigkeit, Metall zu bearbeiten. Diese Gemeinschaft erinnert an die Zeiten zu Beginn der industriellen Revolution. Die vielen Verteidigungsanlagen der Stadt wirken mit den behelfsmäßigen Bolzenwerfen und den Flammenwänden, die Schutz in jede Richtung bieten, sehr beeindruckend. Okay. Klingt doch gut. Ja, ich würde es jetzt mal bei einem Handel lassen. Dann können wir hier auch eine Person rausnehmen. Die lieber hier mitarbeiten lassen. Naja, Spezialisten sind wieder einsatzbereit. Dann lass mal schauen, wo die denn gerade alle unterwegs sind. Die ist noch auf dem Weg nach Hause. Ah, kommt jetzt auch nach Hause. Sehr schön. Dann kann sie endlich mal wieder heilen. Die ist auch schon wirklich fast tot. Tudor ist beschäftigt. Yep. Ibis nicht. Alright. Auf geht's. All cleaned up. Prowler ist auf jeden Fall fertig. Ja. Und bei ihr hatte ich ja auch gesagt, dass wir uns dann mal langsam auf den Weg begeben. Zurück zur Kolonie. Polo ist noch beschäftigt. Wert nicht. Der ist jetzt auch schon ganz gut zugerichtet. 15 von 90, das ist nicht allzu viel. Nee. Das schafft er alles nicht mehr. Nee, dann sollte er auch zurück zur Kolonie. Und Cap, die ist auf jeden Fall beschäftigt. Könnte ich jetzt hier noch ein mittleres Feld hinstellen? Das würde sogar gehen. Hätte 100%. Dann machen wir das so. Da passt wahrscheinlich kein großes noch daneben, oder? Nee, das wäre zu breit. Kann ich da noch ein mittleres dazustellen? Ja. Das ginge. Dann mache ich das mal. Alles mit Feldern zupflastern. Ja, gucken. Ich hoffe mal, dass ich überhaupt genug Leute habe, die das bewirtschaften können. Ich meine, jetzt wo Prowler zurückkommt, können wir ja eigentlich Baylor mal auf die Karte schicken. Er soll ja mal wieder ein paar Banditen auslöschen. Direkt bereit. So, in welcher Richtung fangen wir denn an? Ha, überall Banditen. Also hier oben waren welche. Schafft er die? Nee. Offenbar nicht. Also die sind schon ganz schön heftig. Das ist mir auch zu wenig. Aber das wird er doch schaffen, oder? Ich meine, muss ich jetzt mal vorstellen, wie lange dauert das? Also, er hat 5 mal 8. Das sind 40 Schaden in der ersten Runde. Nach der ersten Runde hat er aber einen von den Banditen raus. Das heißt, dann sind es nur noch 4 mal 8. Macht 32 Schaden immer noch. Dann hat er nur noch 28 Lebenspunkte. Aber er hätte nach der zweiten Runde 3 Leute rausgenommen. Das heißt, es wären nur noch 2, die feuern würden. Das wären dann noch 16 Schaden. Das bedeutet, er wäre dann, hätte dann noch 16 Leben über. Und in der nächsten Runde würde er nochmal 8 Schaden nehmen, weil nur noch einer über ist. Ja, kommt dann mit 8 Lebenspunkten raus. Das ist schon ganz schön knapp, ne? Aber vielleicht noch was Besseres, wo es nicht ganz gleich ganz so dermaßen krass zur Sache geht. Der hier. Naja, den schafft er auf jeden Fall. Weil er einfach länger durchhält. Der würde mit 25 Lebenspunkten hier wieder rausgehen. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. Allerdings, er braucht 7 Runden dahin. Hier braucht er 5. Ich glaube, ich werde doch den hier nehmen. Auch wenn das verdammt knapp ist. Machen wir das. Wir haben ja hier auch noch Cap. Und die wird ja auch demnächst fertig sein. Vielleicht werde ich die einfach zu zweit dahin schicken. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Achso, die haben gerade alle keine
keine Bewegungspunkte über. 15 Verschmutzung, was auch immer das bedeutet. Wie war das? Da werden 4 Verschmutzungen in 1 umgewandelt, offenbar. Na, das ist schon einiges, was hier reinkommt. Aber es passt auch einiges rein. So, die Tierzucht ist abgeschlossen. Was erforschen wir denn danach? Ich meine, jetzt sind wir gerade bei den Holzfällern. Können wir da vielleicht nochmal was tun? Betonarbeiter wäre eine Idee. Gut, beim Handwerk, das ist richtig, kann man machen. Motorsägen hilft dabei, das Sägewerk zu verbessern, wenn er Strom hat zumindest. Motorisierung war natürlich immer noch ein Thema. Ich meine, der Bau ist nicht so heftig. Er braucht nur 10 Energie, das ginge eigentlich. Wir könnten das jetzt wirklich mal forschen. Mit der Motorisierung, dann hätten wir nämlich endlich Zugriff auf die Autos. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. So, Michelle fühlt sich frisch und munter. Oh, keinen freien Träger mehr übrig. Dann nehmen wir vielleicht mal wieder jemanden aus der Umweltstation raus. Oh, Verschmutzung aufgebraucht. Na, das hören wir doch gerne. Das muss hier hinten gewesen sein. Ach, ist das nicht schön? Wie es nach und nach jetzt hier sauber wird, das gefällt mir gut. So, jetzt sind nur noch 7 Kolonisten unterernährt. Es waren schon mal mehr, also es scheint jetzt in die richtige Richtung zu gehen. Vielleicht war das der richtige Ansatz, jetzt Gemüsemahlzeiten herzustellen. Möglich, ne? Wann kann man das Kochhaus vielleicht verbessern? Müsste doch auch irgendwie möglich sein. Es gibt ja noch ein paar mehr Rezepte, glaube ich. Hier, erweiterte Küche. Da kann man eine Kantine bauen. Und dort können auch andere Mahlzeiten hergestellt werden. Das sieht doch gut aus. Aber es dauert eine Weile, bis wir da sind. Was haben wir hier? Ach, die Farm. Könnten wir sogar schon ziemlich locker bauen. Kein Wasserverbrauch. Tiere brauchen Wärme, um Winterstürme zu überleben. Brauchen die einen fruchtbaren Boden? Nee, ne? Könnte man ja zum Beispiel hier hin machen, in diesen Bereich. Weil hier haben wir ja sowieso schon ein Heizdingens hingestellt. Das wäre doch eine Idee. Machen wir hier mal so eine kleine Farm hin. So, unsere kleine Farm. Wieder 9 Kolonisten unterernährt. Das ist, geht hin und her. Oh, Polo ist fertig. All done. Yeah. So, wie viel Leben hast du noch? Sag mal, ist hier auf einmal das Interface kleiner geworden? Das Interface ist kleiner geworden, ne? Oh, jetzt habe ich irgendwas versehentlich umgestellt, glaube ich. Irgendeine Skalierung. Ich guck mal kurz, wie ich das wieder rückgängig machen kann. Oh, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt richtig gemacht habe. Auf einmal war es wieder in Ordnung. Naja, also, Polo ist auf jeden Fall fertig hier. Der hat noch 30 Lebenspunkte. Er würde das hier gerade so eben schaffen. Aber er braucht relativ lange. Ich glaube, ich werde ihn mal eher zurück in die Kolonie schicken. Der hat so viele Komponenten und so, die brauchen wir unbedingt. Daher machen wir das jetzt so. Er ist unterwegs. Julio ist beschäftigt. Ibis ist auch unterwegs. Roller kommt nach Hause. Und Wert auch. Oh, da kommen so viele Komponenten jetzt auf einmal an. Am Ende. Das wird der Hammer, glaube ich. Ja, wie ist das jetzt? Ach, Moment mal, ich habe das Eisangeln erforscht. Funktioniert das jetzt schon? Naja, also irgendwie nicht so richtig, oder? Ach so, Leute, ich muss das erst hier upgraden. Dann funktioniert das Ganze viel besser. Ja, dann werden wir das natürlich mal sofort tun. Ich habe gar nicht geschaut, wie viel ich hier brauche. Ach, passt. Ressourcen easy peasy. Irgendjemand ist unterkühlt, das tut mir sehr leid.
Hoffentlich dauert dieser Wintersturm nicht so lange. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, was ich schlimmer finde. Eine Hitzewelle oder ein Wintersturm. Bei der Hitzewelle ist es tendenziell ein bisschen einfacher, währenddessen noch gegenzusteuern, indem man einfach noch ein paar Brunnen baut. Bei der Kältewelle muss man halt mit dem klarkommen, was man hat. Ich meine, bisher läuft es mit dem Feuerholz noch gut. Sobald wir hier keinen Winter mehr haben, wird das Ganze sicher auch wieder in die andere Richtung entwickeln. Das wird schon passen. Okay. Oh, die Motorisierung wird endlich erforscht. Bald können wir... Was? Bald können wir unsere Autosüders verwenden, wollte ich gerade sagen. Aber jetzt haben wir hier schon wieder einen Angriff. A group of plain-looking, but obviously angry survivors storms to the gate. Tödliche Fehler. Eine Gruppe von unscheinbaren, aber offenbar wütenden Überlebenden stürmt das Tor. Sie behaupten, einer der Kolonisten hätte etwas Wertvolles gestohlen und fordern Einlass, um es sich zu holen. Sie scheinen gut bewaffnet zu sein und es könnte schwierig werden, sie abzuwehren. Ich würde sagen, wir fragen erstmal nach den Einzelheiten. Auf die Frage hin schnaubt der Anführer nur und macht seine Waffe bereit. Nun, der Bluff war einen Versuch wert. Schnell stürmen die Banditen das Tor und teilen sich auf, um aus zwei verschiedenen Richtungen anzugreifen. Oh, 16 Banditen gegen unser Tor. Gut, wir haben wenigstens 3 Leute drin, das ist schon mal etwas. Ja, aber ich bin eigentlich zuversichtlich, dass wir das schaffen. Ja. Naja, der explodiert jetzt wieder, genau. 22%. So viel hat das Tor noch. Oh Mann. Ja, aber das haben wir eigentlich recht souverän gelöst. Lass uns das mal reparieren. Metall haben wir ja zum Glück genug. Wir haben ein paar Leute hier über. Ein paar Kolonisten. Da könnten wir ja wieder in die Umweltstation jemanden reinsetzen. Ach so, und ich wollte mal gucken, was der Speer da hinten macht. Hier, hat er jetzt noch irgendwas gefunden? Ist bei 100%. Wir können sie hier mal rausnehmen. Aber, na gut, hier ist noch mal ein bisschen Beton. Beschmutzung gibt es natürlich auch reichlich. Nee. Sonst war leider nichts mehr dabei. Gehen wir vielleicht mal in diese Richtung? Was ist das denn eigentlich? Achso, auch Metall. Wir könnten auch hier nochmal ein bisschen was erkunden. Ist halt so ein bisschen eine ganz andere Richtung, als wir bisher gegangen sind. Ich glaube, ich würde erstmal versuchen, ob wir hier hinten vielleicht nochmal ein bisschen Plastik bekommen. An dieser Stelle. Ja, da wollte ich gar nicht hin. Also, noch ein Speerturm. Okay, ich habe aber irgendwie den Eindruck, dass jetzt der Wintersturm allmählich etwas nachlässt. Vielleicht ist es bald schon wieder vorbei. Das wäre doch gar nicht so verkehrt. Ich werde mal hier noch jemanden einsetzen, der noch ein bisschen mehr Wasser organisiert. Wobei das, glaube ich, jetzt im Winter auch eher so semi-erfolgreich sein dürfte. Ah, das Fischerhäuschen. Ach, deswegen haben wir so viele Leute auf einmal übrig gehabt. Da können wir jetzt 3 Leute arbeiten lassen. Und jetzt müsste es eigentlich auch möglich sein, dass sie Eis angeln können. So, 11 Kolonisten infiziert, 3 Kolonisten verstrahlt, 3 Kolonisten unterernährt. Ja, die Krankheit grassiert hier. Und die kommen hier nicht so richtig hinterher. Ach so, Moment mal. Haha. Ach, vielleicht sollte ich einfach mal wieder hier ein paar Leute mehr als Ärzte verwenden. Das wäre gar nicht so schlecht. Hier, die Förster können im Moment eh nichts machen. Dann werdet ihr jetzt erstmal im medizinischen Zelt aushelfen. Nur noch 11 Kleidung. Ja, wir haben halt nur noch einen davon, ne?
Nur noch ein Schneider. Und wenn ich... es gibt, glaube ich, eine Forschung. Lass mal kurz überlegen. Habe ich überhaupt schon beschlossen, was ich danach erforsche? Glaube nicht. Es gibt, glaube ich, aber eine Forschung, mit der man mehr Leute in diesen Schneidereien und Werkzeugläden unterbringen kann. Dann lass uns mal das vielleicht erforschen als nächstes. Oh. Ja. Loveless ist wieder bereit. Nee, noch nicht. Hä? Warum wird mir... Da oben wird mir der Balken voll angezeigt und hier nicht. Und hier steht, dass ihre Gesundheit vollständig ist. Hm. Muss man das jetzt verstehen? Weiß nicht. Engaging hostile. Jetzt ist auf einmal hier wieder die Skalierung falsch. Jetzt funktioniert es wieder. Also irgendwas stimmt hier gerade überhaupt nicht. Mit der Grafik. Ich hab gerade nichts gemacht eigentlich. Verstehe ich gar nicht. Scheint aber nur auf der Weltkarte zu sein. Höchst eigenartig. So, Wert kann auch zurück zur Kolonie. Okay, und Cap ist noch einen Tag beschäftigt. Na gut. Na? Tor verstärkt. Achso, Loveless müsste jetzt eigentlich schon auf der Weltkarte sein. Nee, ist sie noch nicht. Jetzt schicke ich sie mal hin. Vielleicht brauchen wir auch langsam einfach nochmal eine etwas bessere medizinische Versorgung. Ich meine, wir haben mittlerweile 70 Leute und wir haben schon seit Ewigkeiten kein neues medizinisches Zelt gebaut. Hm. Wie war das hier oben? Gab es doch eine ganze Menge Forschung. Schon wieder die UI. Also jedes Mal, wenn man hier auf die Weltkarte geht, ist auf einmal die UI winzig klein. Yep. Aber wenn ich dann F8 drücke, damit kommt man in den Fotomodus. Und dann wieder nochmal F8, dann funktioniert's wieder. Merkwürdig. Okay. Gut, wir gehen hier lang. Werden diese Forschungssachen hier, so gut es geht, abgrasen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Und dann geht's wieder zurück. Okay, die Farm ist fertig. Heißt aber natürlich, dass ich jetzt erstmal keine Träger mehr habe. Wo können wir denn mal noch jemanden entbehren? Wie, jetzt brauchen sie auf einmal doch wieder Wasser oder was? Ach so, das haben sie nur angezeigt, weil da noch keine Tiere drin waren, ne? Ist ja auch bescheuert. Können sie nicht wenigstens sagen, dass sie doch irgendwie Wasser brauchen? Okay. Naja, bauen wir halt einen Wasserturm hier hin. Ist ja jetzt nicht wirklich ein Problem. So. Ja, dummerweise habe ich jetzt gerade keine Arbeiter. Wo hole ich mir denn die jetzt wieder her? Vielleicht einen Fischer weniger? Einen Träger brauchen wir schon mindestens. Oh, ich sehe gerade, der Heizofen hier ist total verseucht. Das müssen wir mal verbessern. Und der Wasserbrunnen sollte auch mal dekontaminiert werden. Und hier hinten haben sie doch auch schon die Verschmutzung weggeräumt, oder? Oh, dann gibt es ja gar nicht mehr so viel. Dann sind es nur noch diese beiden Haufen. Und dann wäre dieser Bereich sogar schon gereinigt. Das ist doch hervorragend. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und werden dann hoffentlich erleben, wie dieser Wintersturm endlich beendet ist. Ich bin gespannt. Ich hoffe ja auch. Bis dann, macht's gut. Eure Miri.